hier! Hol mir doch bitte etwas heißes Wasser, Brigitte. Ja, sofort. Also ist es noch nicht zu spät? Es ist nie zu spät, Heidi. Du musst nur dran glauben. Fertig, ihr könnt unseren kleinen Freund damit füttern. Großmutter, du hast ihn gesund gemacht. Es war dein Verdienst, Heidi. Ohne dich hätte er niemals gerettet werden können. Oh, Großmutter, sieh nur, wie brav der kleine Vogel auf meiner Hand sitzt. Ich wünschte, das könnte ich, mein gutes Kind. Aber auf meinen Augen liegt für immer ein dunkler Schleier. Heißt das, du wirst niemals wieder die Berge sehen können? Und all die schönen Blumen und auch nicht die Sonne? Mhm. Dann lass mich deine Augen sein. Ich werde dir alles erzählen, was ich in den Bergen sehe. Das würde mich sehr froh stimmen, meine Kleine. Doch das Wichtigste ist jetzt, dass du deinen kleinen Vogel täglich damit fütterst. Und zwar eine Woche lang. Vergiss es nicht und bau ihm ein Nest, in dem er sich ausruhen kann. Oh ja! Aber ich muss jetzt gehen. Großvater wartet bestimmt schon. Vielen Dank für alles! Heidi! Was denn? Du erzählst doch keinem was davon. Du weißt schon. Versprochen, das werde ich nicht. Bis morgen, Peter! Bis morgen, Heidi! Großvater! Wir haben ihn gerettet! Die Großmutter und Peter haben mir geholfen. Heidi, das ist ja